Mein Name ist Jasmin Chavarian vom Hochschulforum Digitalisierung. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Möchte Sie zu Beginn ganz kurz darauf aufmerksam machen, in der linken Navigationsleiste gibt es ein Q&A-Tool, auch eine Chat-Möglichkeit. Ja, beteiligen Sie sich und gebe in diesem Sinne jetzt auch weiter an die beiden Referentinnen, Karin Riebers und Melanie Fröhlich. Vielen Dank und wünsche uns allen einen schönen und inspirierenden Talk. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unseren Slot hier interessieren. Ich bin Karin Riewertz und seit 2011 an der Uni Bielefeld im Bereich Hochschuldidaktik tätig und meine Kollegin Melanie. Ja, in derselben Abteilung seit 2010 tätig und gemeinsam führen wir auch Online-Zwischenauswertung, das TAP oder Teaching Analysis Poll durch und wollten Ihnen in dieser Session gerne vorstellen, wie unsere Erfahrungen damit im digitalen Semester ausgesehen haben. Doch bevor wir starten, habe ich hier noch eine kleine Umfrage, die müssten Sie jetzt, bei mir ist sie hier unten zu sehen und wir würden gern wissen, wer ist denn hier eigentlich im Auditorium dabei? Sind Sie Lehrender, Studierender, Hochschuldidaktiker, Qualitätsmanager, E-Learning-Mitarbeiter oder gibt es noch Sonstiges? Wenn Sie da mal einfach raufklicken, mal gucken, ob ich das. Ja, also wir haben jetzt 23 Teilnehmer, ein Studi ist dabei. Moment. Ja. Wie kann ich das jetzt anzeigen? Naja. Gut, aber eine Person ist Studierender. Herzlich willkommen. Zwei Hochschuldidaktiker, zwei Qualitätsmanager, sechs E-Learning-Mitarbeiter und zwei sind Sonstige. Ja, interessant. Und dann wollen wir aber gleich nochmal was wissen von Ihnen. Und zwar geht es ja hier um Rückmeldung. Und nun ist die Frage, wie viel Erfahrung oder wie schätzen Sie Ihre Erfahrung ein im Einholen von Rückmeldung von Studierenden? Sind Sie sehr erfahren? Haben Sie etwas Erfahrung oder vielleicht gar keine Erfahrung? Denn das ist für uns auch interessant, wie wir uns gleich ausrichten und wir hoffen ja auch noch Zeit zu haben, dass wir ein wenig diskutieren. Okay, also 5 sind sehr erfahren, 17 etwas und 0 haben gar keine Erfahrung. Also wir haben hier einen Pool von erfahrenen Mitarbeitern, mit Hörern. Ah, hier ist Share Results. Da muss man draufklicken. So, genau. Schön bunt. Und da können Sie auch nochmal gucken. 78% sind etwas erfahren und der Rest, über 20% haben Erfahrung. Wunderbar. Dann schließe ich das jetzt und wir gehen jetzt in die Folien. Und zwar, woher weiß ich, ob die Studierenden überhaupt studieren, wenn man in schwarze Kacheln blickt oder überhaupt diese ganze Mimik und Gestik fehlt, die sonst in der zwischenmenschlichen Kommunikation dabei sind. Wir stellen ganz kurz das Teaching Analysis Poll vor. Und dann wollen wir von Ihnen noch ein paar Sachen in einem CryptPad sammeln und darüber hoffentlich ist dann noch Zeit, etwas zu diskutieren. So, das Teaching Analysis Poll. Melanie? Ja, dann übernehme ich an der Stelle. Also das Teaching Analysis Poll führen wir seit mittlerweile fast 10 Jahren an der Universität Bielefeld durch. Es handelt sich dabei um eine Zwischenauswertung im Semester. Also es geht darum, Lehre während des Semesters in den Blick zu nehmen und dann auch gemeinsam, also Studierende und Lehrende, gemeinsam Veränderungen auch an der Lehre bei Bedarf vornehmen zu können. Das ist ein sehr, sehr bewährtes Verfahren und im Sommersemester, als es dann hieß Online-Lehre, standen wir vor der großen Herausforderung, wie sollen wir das überhaupt machen, wie soll das gehen und haben uns dann aber dazu entschlossen, es durchzuführen. Das lief überwiegend über
Zoom-Meetings ab. Also wir sind Lehrveranstaltungen beigetreten und haben dort unser TAP durchgeführt. Und was sich hinter dem TAP verbirgt, stelle ich Ihnen ganz kurz einmal vor. Nächste Folie. Mhm. Beim TAP ist das Besondere, dass wir Studierende und auch Lehrende in ihrer Expertise für das Lehren und das Lernen wahrnehmen. Wir selbst als Mitarbeiter gehen in die Lehrveranstaltung für eine halbe Stunde rein, um mit den Studierenden zu arbeiten und Rückmeldungen einzuholen. Dabei sind wir vor allem moderierend unterwegs. Also wir sammeln die Ergebnisse, wir diskutieren die mehrheitsfähigen Meinungen und wir bündeln das Ganze für den Lehrenden. Wir führen dann auch ein Rückmeldegespräch mit dem Lehrenden oder der Lehrenden und verstehen uns dabei vor allem als Sprachrohr, aber nicht nur, wie es hier auf der Folie so schön heißt. Teilweise haben die Gespräche dann auch Lehrberatungsanteile. Wir gehen tiefer rein, wir bieten Raum für Reflexion oder spinnen auch gemeinsam Ideen mit dem Lehrenden oder der Lehrenden. Ja, eins weiter. Während das noch lädt, kann ich ja schon mal verraten, die TAP-Fragen. Dass wir mit drei ganz simplen Fragen arbeiten. Also wir haben 30 Minuten Zeit. Wir teilen die Studierenden in Kleingruppen ein. Es gibt dann drei Fragen. Wodurch lernen Sie in dieser Lehrveranstaltung am meisten? Was erschwert Ihr Lernen? Und dann geht es darum, für die erschwerten Punkte oder für die Hindernisse eben auch Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. Im Gespräch klären wir dann, dass wir tatsächlich alles verstanden haben, den Lehrenden eben auch diese Rückmeldung geben können und achten eben darauf, dass es mehrheitsfähige Punkte sind. Das ist auch ganz wichtig, dass da nicht einzelne Stimmen ganz dominant gehört werden, sondern sich die Gruppe eben schon in diesen Einigungsprozess begibt. Und ein schöner Nebeneffekt der TAPs ist eben auch, dass die miteinander ins Gespräch kommen über Lehre, über Lernen und ja, dadurch eben auch nochmal in ihrer Eigenständigkeit gefördert werden und klar wird, also ein Teil davon haben wir auch selbst in der Hand oder müssen wir auch selbst beitragen, damit das eine gelingende Lehrveranstaltung wird. Und das wirkt sich dann meist auch positiv auf die Kommunikation mit dem Lehrenden oder der Lehrenden aus. Bei mir lädt es immer noch. Wie ist das bei den Teilnehmern? Genau, da sehen Sie jetzt nochmal die Fragen. Ja, ich denke, dann können wir noch eins weitergehen. Ja, und dann standen wir eben vor der Frage, altbewährtes Angebot, was machen wir in der Online-Lehre mit TAP? TAP lebte bis dato von dem direkten Kontakt mit den Studierenden, eben auch im Seminarraum oder im Hörsaal. Wir haben uns dann dazu entschlossen, das Ganze über Zoom anzubieten. Das funktionierte bei synchronen Lehrveranstaltungen oder bei Lehrveranstaltungen mit synchronen Anteilen sehr gut. Und ja, die Lehrenden haben dieses Angebot begeistert angenommen, was vor allem mit dem Befund in Zusammenhang steht, dass die Kontakte zu den Studierenden in der Online-Lehre weniger gut vorhanden waren. Wir haben auch Befragungen an der Universität Bielefeld vorliegen, die sehr deutlich zeigen, dass sowohl Studierende als auch Lehrende die Quantität als auch die Qualität der Interaktion als stark eingeschränkt erlebt haben. Und ja, was sich da verändert hat, haben wir hier einmal in einem Zitat eines Lehrenden nochmal mitgebracht. Das macht es sehr deutlich. Also was fehlte im Online-Semester? Zitat, es fehlt das direkte Feedback, die in den Hörsaal gerufenen Fragen, das lauter werdende Raunen, wenn die Studierenden etwas nicht verstanden haben oder der Groschen gefallen ist. Also dieses ganze unmittelbare Erleben von Rückmeldung, von Feedback. Das wurde eben doch sehr bemängelt und in diese Lücke ist dann unser Angebot mit dem Online-Tab auch ganz gut gesprungen. Dann noch eins weiter.
Ach ja, da sind wir schon bei dir, ne? Ja. Genau. Genau. Wir würden gern, wir haben ja zuerst die Abfrage gemacht und würden aber gern Sie ein bisschen jetzt interaktiv einbeziehen. Und zwar würden wir gern in einen Austausch gehen und gucken, das ist natürlich jetzt mit 34 ein bisschen schwierig und hier mit Breakout Rooms wollen wir auch nicht arbeiten, aber Melanie hat ein sogenanntes Scriptpad vorbereitet mit folgenden Fragen zu dem letzten Semester. Also, was lief gut? Wie konnten Sie Rückmeldungen in Ihrer oder in der Online-Lehre einholen oder als Studierende? Wie wurde Rückmeldung eingeholt oder haben Sie als Studierende auch Rückmeldung eingefordert? Oder wie haben Sie das als vielleicht Qualitätsmanager gehört, erlebt? War Ihnen das wichtig? Was wurde mit den Rückmeldungen gemacht? Dann, wie war in der Online-Lehre beim Einholen, also war das Einholen erschwert? Und wenn ja, wie und wodurch und wie wurden diese Hürden überwunden? Und dann als drittes, welche weiteren Ideen haben Sie, um Rückmeldung von Studierenden einzuholen? Wir sind ja auch immer sehr neugierig, wie das an anderen Hochschulen läuft. Bitte überlegen Sie das. Im Chat wird oder wurde der Link gepostet, so dass wir uns das gleich mal gemeinsam auch anschauen können, was da für Antworten kommen. Wir werden jetzt auch vielleicht derweil einmal, sind da schon Fragen, Melanie? Ich habe noch nicht geguckt jetzt. Ich gucke mal. Ich habe da noch keine gesehen. Sechs. Sie müssen alle jetzt auf der Plattform einloggen. Da sind schon 20 angekommen und da wird auch schon ganz fleißig getippt. Super. Ja, und falls jemand damit nicht zurechtkommt, kann auch gerne Fragen posten schon mal. Ja, also es wurde schon mehrfach Tab gemacht, auch in großen. Ups. Da scheint irgendwas doppelt gemoppelt zu sein, Melanie. Das ist interessant. Ja, manches wird doppelt angezeigt. Das was heißt denn Umfragefunktion im BBB? Big Blue, Big Blue Button, alles klar. Danke, Frau Freund. Ja, wir arbeiten in Bielefeld nur mit Zoom, deshalb war mir das Kürzel jetzt nicht geläufig. Melanie, magst du schon was dazu sagen? Ja, also was mir schon auffällt, also das vielleicht auch als Frage, klar, mit Zoom konnten wir die Synchronen-Lehrveranstaltung ganz gut abdecken. Wir haben für die asynchronen Formate eine EFASYS-Befragung eingesetzt. Also das ist unser Evaluationstool. Dort waren Fragen eben auch zur Zwischenevaluation vorgesehen, die sehr stark auf die digitale Lehre auch ausgerichtet waren und haben auch angeboten, mit den Lehrenden darüber ins Gespräch zu kommen. Das vielleicht schon ein wenig als Antwort auf das, was ich dort im Scriptpad lesen konnte. Und noch der Hinweis, ja, wie groß konnten die Lehrveranstaltungen sein? Also ich glaube, das Größte, was wir so durchgeführt haben, war eine Lehrveranstaltung mit 80 Teilnehmenden. Das
ist schon etwas schwerer im Blick zu behalten, aber wir haben das Ganze über kollaborative Schreibpads unterstützt, sodass die Studierenden sich dort eben vor allem auch schriftlich bemerkbar machen konnten. Und bei den noch größeren Lehrveranstaltungen haben wir dann tatsächlich eher auf Lehrevaluation gesetzt, aber eben auch versucht, das zur Mitte des Semesters durchzuführen, um eben noch im laufenden Betrieb auch Veränderungen, Optimierungen vornehmen zu können oder auch einfach die Rückmeldung, alles super, es läuft, wir kommen gut mit dem neuen Format klar. Das ist mir so als erstes aufgefallen. Karen, ja, ich habe noch eine Frage und zwar unter der Frage, was lief gut, wie konnten Sie Rückmeldung einholen? Da wird geschrieben, Moodle-Evaluation, welche Lernmedien am liebsten genutzt, wahrscheinlich genutzt von den Studierenden. Das ist ja ganz spannend. Könnten Sie vielleicht nochmal in den Chat schreiben, welche Lernmedien, vielleicht die drei wichtigsten, genutzt wurden? Die drei am häufigsten. Wie konnten wir die Auswertung gestalten, Melanie, war die Frage. Quiz und Script. Ah, okay. Wir haben auch mit so einer Art, oder nicht so eine Art, wir haben mit Etherpad gearbeitet, ne Melanie? Wir haben die Studierenden in Breakout Rooms geschickt, jeweils mit einem, jede Gruppe hatte ein einzelnes Etherpad. Und dann haben wir die wieder im Plenum uns die Etherpads angeguckt und dann wie halt beim Tab-Ablauf versucht, nochmal die Mehrheitsmeinung herauszufiltern. Und dann haben wir die gesammelt und die wurde dann an die Lehrenden weitergeleitet oder im Gespräch. Vieles lief telefonisch, ne, Melanie? Ja, oder auch wieder in Zoom-Meetings. Ja, oder genau. Ja, und was vielleicht auch noch auffällt an den Einträgen, also auch diese vielen kleinen regelmäßigen Formate, um Rückmeldung auch ganz informell einzuholen über die Chat-Funktion, über, weiß nicht, was ich da noch gelesen habe, also so kleine regelmäßige Formate mit einfachen Fragen, so im Sinne vielleicht eines One-Minute-Papers, wie läuft es, was ist gerade noch sehr schwer, also um da im Kontakt zu bleiben mit der Studierendengruppe, das scheint nochmal sehr, sehr wichtig zu sein, denn der Kontakt, das hatte ich ja schon erwähnt, wurde doch von den Lehrenden als sehr erschwert auch erlebt zu den Studierenden. Und gerade diese Selbstverständlichkeiten, die man sonst so hatte im gemeinsamen Nahraum, sind ja weggefallen, sodass viel Kommunikation über Kommunikation auch erforderlich war. Das ist vielleicht so eine Erkenntnis unseres Bielefelder digitalen Sommersemesters. Also, dass da mehr ganz gezielt auch Rückmeldung eingeholt werden muss, was sonst vielleicht ganz nebenbei in solchen Tür- und Angelgesprächen noch geschehen kann. Also irgendwie hat sich das hier ein bisschen selbst verdoppelt. Ja. Ah, also jemand hat auch für das Tab ein virtuelles Whiteboard benutzt, das Miroboard. Kennen wir auch, hatten wir auch überlegt. Kann man natürlich machen. Also das sind ja einem alles offen. Ja, und Zoom, natürlich haben wir Tab, haben wir gesagt, das geht halt nur in Live-Veranstaltungen, also in Synchron-Veranstaltungen. Für Asynchrone haben wir auch eine Art Semester-Auswertung gemacht über EFASYS. Das lief aber, und das für sehr große Veranstaltungen, die asynchron liefen. Ja, genau. Also wir hatten es für ein asynchrones Format auch mal ausprobiert, einen extra Zoom-Termin anzusetzen. Da hatten wir dann eine Teilnehmerin aus 500. Also das war kein erfolgreiches Format. Also wenn, dann muss es an die direkte Lehrveranstaltung gekoppelt sein. Das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis. Und ich sehe jetzt auch im Chat noch einige Fragen. Die sollten wir uns mal anschauen.
Ja, also Frau Grinz fragt, habt ihr festgestellt, dass es verschiedene Lerntypen gibt? Solche, die Interaktion lieben und mitmachen und bekennende Einzelkämpfer. Das hängt natürlich immer ganz stark von dem Fach ab. Und ist es ein Seminar, ist es eine Vorlesung, ist es eine Übung? Also wir gehen ja in verschiedene Formate auch rein. Und natürlich mögen verschiedene Menschen verschiedene Formate. Also was mir vielleicht noch so aufgefallen ist, also auch im Kontakt mit Studierenden, ist, dass die einen mit der Selbstorganisation sehr gut klarkamen, sehr erfolgreich dann auch studiert haben und teilweise auch zurückgemeldet haben, auch wir sind viel emsiger dabei, wir arbeiten schon vor, wir schreiben sogar schon während des Semesters vielleicht Hausarbeiten, und andere waren dadurch total überfordert. Also ich glaube, die Bandbreite war einfach sehr, sehr groß, wie Online-Lehre auch jeweils in den Fächern erlebt wurde. Und was mich überrascht hat, was ich vor dem digitalen Semester so nicht hätte voraussagen können, ist, dass die Zoom-Meetings doch sehr geschätzt wurden. Also sowohl bei den Studierenden als auch bei den Lehrenden, um doch noch ein bisschen Kontakt auch zu simulieren, also mit allen Schwierigkeiten, die dann wieder dranhingen. Aber die Zoom-Meetings hatten da einen ganz hohen Stellenwert. Und das wird sicherlich kein Format gewesen sein, was allen dann total behagt hat. Aber so in der Verknüpfung asynchron, synchron ging dann doch sehr, sehr vieles. Und ich glaube, gerade die Kombination nimmt dann auch wieder sehr unterschiedliche Lernertypen mit. Ja. Und die Frage zu in großen Veranstaltungen, wurde das an einem Termin halt durchgeführt, und die wurden dann per Breakout Rooms in Zufallsgruppen geschickt und haben sich dann da 7 Minuten über ihre Lehrveranstaltung unterhalten und die Ergebnisse eben auf einem Etherpad gesammelt, ja. Und kein Tab bei Asynchron, ja, wie gesagt, wir hatten die Fragen als Online-Bogen, ein Ephasis, und aber da sind wir noch nicht weitergekommen, aber das ist natürlich interessant, dass das zugehörige Tutorium da abgefragt wurde. Ja, dann wurde noch gefragt, ob die Lehrenden 30 Minuten Präsenzzeit abknapsen würden. Und in der Tat, also wir haben im letzten Semester auch ungewöhnlich viele Anfragen von Professoren gehabt, die sich sonst nicht tappen lassen, aber deren Bedürfnis war so groß und so dringlich zu wissen, wie es den Studierenden halt hinter den schwarzen Kacheln geht. Insofern haben die freiwillig sehr gerne die Zeit abgeknapst und haben sich sehr gefreut über die Rückmeldung, die ja häufig sehr positiv war. Ja, und unter den 30 Minuten wäre es auch nicht möglich gewesen. Also das war in den Zoom-Meetings schon ganz schön sportlich, da an die Rückmeldung ranzukommen. Die haben wir auf jeden Fall gebraucht. Und Karin, vielleicht ist es an der Stelle doch nochmal interessant, so ein paar Rückmeldungen von den Lehrenden auch zu zeigen. Hast du die Folie noch da? Ja. Oder ist die da nicht drin? Warte mal. Doch, kriegen wir hin, wenn du noch ein bisschen sprichst. Dann. Ah ja, hier ist ja auch noch eine Frage von Silvia Feil. Also inwieweit kann ein Tab denn nun eine Aussage treffen, ob Studierende studieren? Wie ging es den Studierenden? Gibt es ein paar Take-Home-Messages? Ja, also den Titel hatten wir ein bisschen provokativ formuliert, also so im Sinne der schwarzen Kacheln, was passiert überhaupt bei den Lernenden. Also unsere Erfahrung in den Lehrveranstaltungen, die wir getappt haben, hat gezeigt, dass die Studierenden sehr aktiv dabei waren, sich auch sehr engagiert in die Rückmeldung eingebracht haben, auch sehr viele Ideen hatten, wie Online-Lehre eben auch optimiert werden könnte. Ein Thema, was sich da auch so ein bisschen durchzog, war auch ein bisschen Abwechslungsreichtum. Was kann man alternativ machen, um nicht immer nur in den Bildschirm schauen zu müssen? Also da gab es ganz
interessante Überlegungen zu. Und ein großes Thema an der Uni Bielefeld des Sommersemesters war der Workload, also sowohl bei den Lehrenden als auch bei den Studierenden. Den haben beide Seiten als erhöht erlebt und da dann auch vor allem nochmal eingehakt und auch geschaut, wie man dem entgegenkommen kann. Also ja, sie haben studiert, also ob da weniger studiert wurde oder weniger studiert haben, dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen treffen. Ja, hier kommt auch noch ein Beitrag von unbekannter Nutzer, aber anscheinend auch mit TAP-Erfahrung. Genau, das Gespräch über Lehre, also hier wird zurückgemeldet, die Studierenden waren froh, dass sie auch mal ihre Meinung zur Lehrveranstaltung äußern dürfen. Und das ist uns auch zurückgemeldet worden, also sowohl von den Studierenden, also die das sehr geschätzt haben, wenn der Lehrende sich hat tappen lassen und den Studierenden dann auch so einen Raum gegeben hat. Und auch von den Lehrenden gab es die Rückmeldung, dass es gut war, dass jemand von außen reingekommen ist. Ich vermute dahinter auch fast, dass die Hemmschwelle bei den Studierenden vielleicht sogar noch mal größer war, weil man die Bemühungen und Anstrengungen der Lehrenden ja gesehen hat und sich vielleicht da auch nicht so getraut hat, sofort zu kritisieren und Forderungen zu stellen, sondern es war ja erstmal so ein, ja, ausprobieren, sich einlassen, das Beste draus machen. Und klar war da der Redebedarf groß, aber teilweise auch das Lob für die Lehrveranstaltung sehr groß. Also das geht jetzt so schnell nicht, weil das ein bisschen kompliziert ist. Aber ich kann da ja mal zwei oder drei davon vorlesen, ja, von den O-Tönen. Also das sind jetzt alles von Professoren. Eine der wenigen Gelegenheiten von meinen Studierenden, spezifische Rückmeldungen zu bekommen. Und es hat zunächst geholfen, ein besseres Gespür dafür zu bekommen, wie meine Lehre bei den Studierenden ankommt. Und sehr gut, dass jemand von außerhalb dazu gekommen ist. Ich vermute, dass die Studentinnen so offener sprechen. Und der letzte O-Ton: für mein Seminar ein hilfreicher Gesprächsanlass und hat den Studierenden gezeigt, dass mir ihre persönliche Perspektive auf die Veranstaltung des Seminars, auf die Gestaltung des Seminars wichtig ist. Das nochmal ein paar O-Töne. Sehr gute Beteiligung. Andere Fragen in der Runde. Die Zeit ist ja ganz schnell vorbei in diesen Sessions. Könnten wir vielleicht über den Chat nochmal gucken, ob da noch was geklärt werden sollte. Also insgesamt finden die Studierenden ja TAP häufig sehr gut, auch um zu lernen, um wahrzunehmen, wie die anderen das Lernen in der Gruppe halt wahrnehmen. Und gerade jetzt, wenn die durch Zufall in Breakout Rooms geschickt werden, war das scheinbar, jedenfalls so wie ich das erlebt habe, sehr, sehr fruchtbar, dass sie wirklich mit Leuten mal gesprochen haben, mit denen sie sonst selten in Kontakt kommen und sehen, dass sie dieselben Probleme haben oder vielleicht auch ganz andere. Also einfach dieser Anlass, mal drüber zu sprechen. Das sind für uns immer diese wertvolle Zeit. Ja, und auch mit den Lehrenden, also im Gespräch konnte man sich sehr gut über Möglichkeiten der digitalen Lehre austauschen und Lehrende waren auch immer sehr daran interessiert, wie machen denn das die anderen, was haben sie denn so gehört, also es war dann auch ein sehr guter Kanal, um Good Practice zu teilen oder auch mal so einen einfachen Tipp wie digitale Kaffeepause weiterzugeben, also weil ja gerade diese informellen Gespräche gefehlt haben, das hat, glaube ich, in einigen Lehrveranstaltungen dann sehr geholfen, auch mal das Zoom-Meeting nicht mit Inhalten nur voll zu stopfen, sondern am Ende noch mal kurz Zeit zu haben, um vielleicht kleinere Fragen auch klären zu können. Also solche Kleinigkeiten konnten darüber auch ganz gut transportiert werden. Ja, uns bleibt daraufhin, glaube ich, nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie mitdiskutiert haben, wenn auch nur über den Chat, dass Sie beteiligt haben am CrypPad
und für uns sehr interessante Einblicke.